Das ist der Eugen und er sitzt in einem Grundriss, der ist so revolutionär, dass ich ihn wirklich mal zeigen muss, denn dieses Fahrzeug hat nämlich vorne keine Sitzgruppe. Dafür hat sie hinten eine Sitzgruppe. Sie hat ein riesen Ladevolumen und der Eugen sitzt tatsächlich auf einer Face-to-Face-Sitzgruppe in einem Kastenwagen im Heck drin. Ich grüße dich, Eugen. Hallo. Ja, ich zeig's mal gerade von ganz hinten, dass man mal sieht, wir sind tatsächlich in einem, ist das hier Citroën? 6 Meter ist ein Citroën? Fiat. Ein Fiat ist es. Fiat mit Automatik und er sitzt in einer Rundsitzgruppe, ist 1,86 Meter groß. Nee, du bist 1,86 ja. Und mach mal gerade mit der Hand drüber, dass man mal sieht, du hast noch massig Platz. Ja. So, ich komme mal gerade von innen rein, denn diese Geschichte hier muss man wirklich vernünftig aufbauen, sonst kapiert man nicht, was der Eugen gemacht hat, ja. Ich komme mal kurz rein, ja. So, das ist der Eingang, das ist ein Kastenwagen, wie man ihn so kennt. Und wenn man jetzt hier reingeht, merkt man direkt, es gibt die zwei Sitze, das ist natürlich klar, im Fahrerhaus. Dann gibt es hier keine Sitzbank, sondern eine richtig tolle Wohnlandschaft, die hier drin ist. Und hier gibt es dann die Küche. Und der Eugen, Sekunde, ich zeig mal gerade dich gerade, der hat sich gerade mal zugemacht. Denn du kannst nämlich hier vorne abschließen, wenn du dich vereinzeln möchtest, wenn du schläfst und vorne guckt einer noch Fernsehen, dann kannst du zumachen. Mach nochmal zu. Feierabend. Richtig klacken tut das. Ja, Eugen, du bist von Robeta und Robeta ist eine kleine und feine Manufaktur in Slowenien. Genau. Und ihr als Deutsche macht quasi das Design, ihr habt eine Zusammenarbeit mit denen wir und die fertigen. Wir sind die Vertriebsorganisation von Robeta und wir entwickeln zusammen mit den slowenischen Ingenieuren, sage ich jetzt mal, das sind zwei, also mit den Sloweniern sagen wir immer, entwickeln wir die Fahrzeuge ganz einfach nach Bedarf vom Markt. Es kommt eben die Praxis dazu. Und es werden an uns Wünsche herangetragen und unsere Stärke ist, wir setzen sowas, wenn es vernünftig ist, relativ schnell um. So, das ist jetzt von vielen gewollt. Genau. Das heißt, ich fahre das Bett nicht spazieren, sondern ich habe einen kleinen Bettumbau. Ja. Den muss ich, ich sag mal, das dauert vielleicht 5 Minuten am Tag. Nicht mal, das kannst du uns gleich mal zeigen. Ja. Denn alles ist wirklich von Hand gefertigt. Diese Möbel haben kein Holz. Ist das richtig? Ja. Das heißt also Leichtbau ohne Holz, die komplette Möbelbau oder aber fast die der komplette. Hier, die ist natürlich auch Holz. Die Bodenplatte die ist noch Holz. Relativ viel tragen, ne? Aber der Rest, der ganze Möbelbau hier oben drauf ist kein Holz. Der kann nicht verrotten, der klappert nicht, das ist wirklich phänomenal. So, und du sitzt jetzt auf einer quasi einer Face-to-Face-Sitzgruppe, hast richtig Platz in einem Kastenwagen, hast die Fächer mit drin. Preis von dem Auto hier? Muss ich gucken. Das machen wir gleich. So, jetzt kommt noch eine schöne Besonderheit. Ihr habt hier als einer der ganz einzigen ein Fliegengitter am Heck. Ja, das ist also hier das Fliegengitter. Ich kann mich also hier schön hinsetzen, kann die Hecktüren auflassen. Das ist dicht. Also hinten dicht so. Ist dicht? Ja. So, du hast oben drauf den wunderbaren Max Air. Genau. Der Lüfter, der so phänomenal leise ist und richtig toll kühlt. Ja. Der auch wiederum mit Licht. Mit Licht drin. Mit Verdunkelung. Mit Fernbedienung, Temperatursensor. Fernbedienung ist dabei. Ich kann aber auch mit manuell wieder bedienen. Ne? Das geht also auch hier oben zur Lücken. Ja. So, er geht automatisch sogar auf. Ja. Er geht sogar bei Regen. Ja. Das ist nämlich das Geniale, denn... Weil der ein Gehäuse hat. Genau, er hat nämlich ein Gehäuse drüber. Und das ist eine Revolution. Man hört ihn fast gar nicht. Nee, der ist sehr leise. Ich kann den auch auf Temperatur einstellen. Das heißt, er steuert sich selber, wenn ich eine gewisse Temperatur hier erreicht habe. Also ich finde das Gerät absolut genial. Er drückt und bläst? Er drückt und bläst. In beide Richtungen. Ne? Ja, saugt und bläst. So, genau. So haben wir es nämlich. So, da vorne sieht man auch schön so kleine Details. Da sind die Steckdosen mit drin, da ist USB mit drin, da sind die Schalter mit drin. Das Design von den Farben her ist sehr wohnlich, obwohl es modern ist. Genau. Wir haben hier ein Zirbenholz, schön mit einer Schieferoptik. Das nennt sich Deep Ocean. Das ist also eine sehr gefällige Farbkombination. Also das ist generell, wo wir Wert drauf legen. Wir mischen
Modernes mit Warmem, Gemütlichen. Das ist so, sage ich jetzt mal, die Absicht des Ganzen. Ja, genial ist ja dieser Lüfter im Schlafbereich, wenn es im Sommer mal richtig heiß ist, kannst du einfach die Wärme absaugen. Genau. Machst oder ihn hinzu. Umgekehrt kühle Luft reinbringen. Du kannst den auch in der Geschwindigkeit regeln. Das heißt, er wird noch leiser, je weniger Leistung ich fordere. Ne? Okay. Ja, da auf jeden Fall mal nachgucken. Gibt es viele Videos im Internet. Max Air heißt der Lüfter. Und jetzt hast du es nochmal aufgemacht. Ich glaube, allein dieses rückwärtige Fliegengitter ist schon eine Sensation. Aber jetzt kommen wir mal zum Polster. Ihr fertigt diese Polster selbst? Ja, also wir haben am Ort einen Polster. Der macht für uns die ganzen Sitze. Das heißt, auch die Seriensitze werden bei uns nochmal unterpolstert. Und werden eben nach eigenem Design dann eben aufgewertet. Genau. So, hier vorne sieht man auch so kleine Details wie, ich sag mal, jetzt ein Glashalter, der drin ist, der mit Plexiglas nochmal verkleidet ist. Rappeln ist, du fährst das Fahrzeug selber, es rappelt nicht. Und das ist, wenn du mit Leuten sprichst normalerweise, die sagen, ja, es rappelt nicht, dann sagen die immer, ja, ja, wir haben ja immer noch ein Nutzfahrzeug. Ja, ja. Die üblichen Geräusche hat man immer. Genau. Aber du sagst, es rappelt nicht. Nein, also ich muss sagen, ich bin schon viele Fahrzeuge von uns gefahren. Es passiert natürlich mal, dass ein Möbelstück, ich sag mal, eine Schraube, eine Aufhängung, es sind alles nur Menschen, dass es nicht richtig angezogen wurde. Dass die per System rappeln, ist nicht der Fall. Per System überhaupt nicht. Also wir sind gerade dafür, wir sind gerade dafür bekannt, dass unsere Möbel durch das Verzapfen und Verleimen eben, wie gesagt, normal kennt man ja, dass hier überall dann diese Babaschen, hier sind sie nur drauf, weil wir hier gewisse Dinge befestigen müssen und verschrauben müssen. Mit dem Rahmen. Ja, genau. Ja. Aber die Möbel selber sind bei uns nicht zusammengeschraubt. Wie gesagt, die werden mit Zapfen und mit richtig Leim werden die verleimt, wie es der Schreiner eigentlich vor 100 Jahren schon gemacht hat. Armaflex, bitte mal googeln. Das Material habt ihr auch hier verbaut? Ja, ja. So. Generell bei uns. Generell, das heißt, wie... Es kommt also hier schon allein durch diese ganze Aufbaugeschichte. Wir schneiden sie im Moment noch auf, also es wird bei uns im Werk komplett die Übergänge, die Kabelkanäle oben, alles wird zugemacht. Wie gesagt, auch auf der Decke. Deswegen haben wir teilweise vielleicht 2-3 Zentimeter weniger Stehhöhe wie andere Mitbewerber. Dafür ist es leiser. Aber dafür ist es leiser und ist halt eben extrem gut gedämmt. Die Dämmung ist nicht nur eine Schalldämmung, sondern ist eine Wärmedämmung, ja, eine Kältedämmung. Kälte eine gleichzeitig auch. Gleichzeitig, ja. So. Jetzt diese Tür zum Beispiel, wenn du jetzt die mal bitte zumachst, sei mal so nett. Wir haben den Lüfter ja laufen, dass man das mal hört. Wenn die Tür nämlich zugeht, allein das Schließgeräusch ist schon so phänomenal. So, das macht nämlich nicht Klang, sondern es macht Plopp. Das ist so krass. Genau, komm mal rein und mach die mal zu hinter dir. Und es ist wirklich erschreckend. So, jetzt ist das ja das große Experiment. Man kommt rein, du hast nämlich zwei Stufen, wenn man also nicht... So, jetzt ist es zu. Und, und allein dieses Schließgeräusch ist schon eine Frechheit. Also, weil das ist so satt. Ist nicht blechern. Ist nicht blechern, gar nicht. Genau. Und die Kunden meinen immer hier, warum macht hier nicht eine Überlappung, macht das zu? Es ist nicht schön, wir wissen es. Wir haben aber ein Problem. Mache ich diese Blende hier länger drüber oder die länger, wenn ich was einlade und biege mir das ab, der Schaden ist enorm. Also so eine Verkleidung dann abzumachen, eine neue drauf, in der Garantie, heißt es dann einfach, tut mir leid, du hast was nicht aufgepasst. Das ist also absichtlich beschädigt. Wenn du es dann nach ein paar Jahren selber bezahlen musst, sagst du ja 600 Euro und dann sagt er, ihr habt bei euch aber nichts wohl. Ne? Ich finde es aber gar nicht schlimm. Hier kommt aber keine Kälte rein, weil es wird immer behauptet, hier zieht es. Nein, es zieht hier nicht, weil ich habe hier eine Überlappung. Das heißt, ich habe hier Stahl, ich habe unten drunter geht es drüber und dazwischen ist eine Gummilippe, die ist so dick. Und da kommt keine Kälte durch. Also ich habe noch keinen Kunden gehabt, der sagt, es zieht hier hinten. Ne? Ist aber sehr leise, das heißt, du hörst die Straße nicht. Ich bin draußen wieder drauf. Das du hast ja eingeschlossen. Ja, ja. Hast du gut gemacht. Ja, genau. Ist nicht schlimm. Vielleicht noch mal kurz das System mit dem Bettenumbau, wenn du mir das mal zeigst. Vielleicht mal vorab, die Seitenverkleidung, da ist auch Armaflex drunter? Da ist auch Armaflex drunter. Und das hier ist eine Schablone. Das haben wir jetzt seit einem Jahr knapp. Dreivierteljahr, dass wir also auch die Fenster hinterlegen, das heißt von oben nochmal verkleiden,
früher oder bei vielen Mitbewerbern ist so, dass der Fensterrahmen hier reinsteht und dann stoßt du mit dem Kopfkissen oder sonst was dahin. Das Problem haben wir hier nicht. Die Tischplatte wird abgenommen. Ich drehe es dann. Und dann muss ich die von hinten. Und dazu muss ich hier eigentlich aufmachen. So, du hast gerade eben angeschlossen. Ich mach mal ganz kurz. Ich setze mich mal hier hin. So, das sind die massiven Halter, die ich drin habe. So. Ich habe dann die Möglichkeit, das wird hier unten rein. So, Tisch ist weg. Okay, das heißt, ich könnte auch ohne Tisch. Ja, ja, das wird also, wenn jemand sagt, wollt ihr umbauen, ich baue erst am Ziel um, dann gehe ich her. Ich kann es jetzt im Prinzip das so lassen oder ich hebe das komplett hier raus und stelle es hier in der Höhe und kann hier meine Fahrräder reinmachen. Also auch wenn ich mal schwer was Sperriges transportiere. Und jetzt gehen wir her, machen die Betten. Dann wird es nur noch vorne und hinten hier verbunden. Verriegelt einmal. Und dann ist das Ding fertig. Fertig. Dann habe ich meine Liegefläche. Cooles System. Und das können wir auf allen Längen machen. Das Fahrzeug war ja vorher, gab es das schon bei uns als Dionysus auf 45er Basis. Das war der Grundgedanke. Inzwischen bieten wir den sogar als Apollo an, eben mit einem langen 1,90er Bett oder 2,10 Meter, je nachdem, wie es der Kunde möchte. Es geht aber nicht, dass ich nur eine Seite rausziehe. Das hält nicht, oder? Du meinst hier? Ja, jetzt von der Belastung. Dann müssten wir unten eine Stütze dran machen. Das heißt, wenn ich nur eine Seite rauslassen würde, die andere als Sitz machen. Ja. Das, es kam nur so eine Idee jetzt gerade von mir. Ja, klar. Ich kenne die Idee von einem Fahrrad rein und der nächste fährt. Ich komme mal ganz kurz zu dir rüber, dass wir das Ganze mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Denn er hat nämlich noch Stauraum hier drunter. Du hast also hier, das ist die Konstruktion, wo wir eben saßen. Das war die Verbindung, die du zugemacht hast. Ja. Das hier ist die Rolle, die Schwerlastrolle, wo das läuft. Genau. Und wie gesagt, das kann ich hier komplett rausmachen, kann es hochkant stellen. Habe hier unten auch noch Staufächer überall. Hier sind noch Staufächer, hier unten sind noch Staufächer. Da unten links, gell? Ja. So, und da links auch ist wieder unsere berühmte Schublade. Okay. Die Gasflaschen, wo sind die? Auch wiederum hier. Okay, das heißt eine kleine Gasflasche, denn, genau, 5 Kilo immer. Denn ihr heizt ja mit Diesel, gell? Ja. So, und das ist dieser tolle Lüfter, den ich mal gerade zeige. Oh, ich mache gerade ein bisschen höher. Von Max. Cool. Max R. Max R. So. Ja. Max, Max Cool. Ja. Wenn man zum Beispiel die Betten macht. Ne? Und wenn ich das eben jetzt so habe und ich sage so, wir sind jetzt am See, jetzt kommt jemand, wir möchten uns hinten reinsetzen. Einfach hochgemacht. Rüber geschoben. Hochgemacht, rüber geschoben. Passt immer. Feierabend. Das war's dann. Also nochmal, diese Teile habt ihr auch mit den gleichen Schnellverriegelungen durchgeführt. Das heißt, da muss ich nichts groß suchen. Nein. Ich drück drauf, fertig. Ja. Cool. Das wir brauchen. So, ich zeig mal gerade. Hier vorne ist Robeta drauf. Hier ist Handcrafted by. Da ist auch jemand mit dabei. Das heißt, da wurde draufgeschrieben, dass das ganze Auto gebaut hat. Ja, die Leute sind stolz auf die Autos, die bauen. Ja. Also das sind immer Dreierteams, die das mit da montieren. Und wie du schon erkannt hast, ja, der Schichtführer unterschreibt nach der Fertigung jedes Mal dann persönlich. Das gibt so ein kleines Verhältnis, sage ich jetzt mal, zum Kunden. Das ist ja, wir betrachten die Kunden als Familie. So, und jetzt kommen wir mal vorne rein, denn vorne ist halt das Besondere, es gibt quasi keinen Tisch vorne und es gibt auch keine gegenüberliegenden Sitze. Das heißt, ihr habt das Fahrzeug für zwei Leute konzipiert. Genau. Das ist der Grundgedanke, weil viele sagen, eigentlich bräuchte ich keine Sitzgruppe. Mir wäre lieber ein offenes Konzept. Wir sind eh nur zu zweit unterwegs. Und da kam eben die Idee mit dieser Konstellation. Weil jetzt bei einem 6-Meter-Fahrzeug das eben großzügig zu gestalten. Wir hatten ein ähnliches Konzept, da war hier vorne ein Riesenschrank. War halt ein dunkles Loch, sagen wir mal so.
Und jetzt sind wir neulich auf die Gedanken gekommen, Mensch, warum machen wir da nicht so ein Sideboard, das Ganze ein bisschen offener gestaltet und gehen her, machen ein Seitenfenster vorne rein. Mhm. Und das haben wir jetzt hier mit getan. Wir haben die normale große Küche hier drin. So, den gibt es noch nicht zu kaufen, den hier, richtig? Der ist jetzt, der ist jetzt als Vorstellungsfahrzeug. Die Firma Steiner ist auch der erste Händler, der das Fahrzeug hat. Und der wird jetzt so ins Programm kommen. Das heißt, wir haben hier dieses Sideboard, schön mit Schubladen, alles drin. Da sieht man übrigens, das Fahrzeug kam gestern erst. Mit solchen Zapfen werden die Möbel verzapft. Warte, ich muss mal gerade scharf stellen, immer noch nicht. Du bist etwas zu hell, du musst mal gerade ein Stück zurückgehen damit. Nee, unter der Lampe weg. Okay. So ist besser. So, jetzt kriege ich dich vielleicht hin. So, da vorne sind Zapfen dran, das sind Holzzapfen. Das sind Holzzapfen. Die werden so praktisch in die Möbel beim Zusammenbauen und wird dann verleimt. Das wird ineinander ausgefräst mit CNC-Maschinen. So, ich zeig mal gerade, der Grund, warum du so gelb bist. Hier ist das Messelicht drin, hier oben. Genau. Das ist hier oben in dem warmweiß. Ja. Und meine Kamera spielt total verrückt, weil du bist jetzt komplett gelb. Schön. Weil wir Mischlicht haben, aber das ist nicht schlimm. Zeig mal gerade, alle drei Schubladen sind gleich groß. Ja. Das ist krass. In einem Fahrzeuglänge? 6 Meter. 6 Meter. Ja. Habe ich einen Wohnbereich? Ich zeig dich mal gerade, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass wir das mal sehen. Der komplett offen ist mit Küche, wo ich mich richtig bewegen kann. Wo ich sag mal, hier einen Tisch noch habe, der wird morgen montiert. Das hier ist ja ein Prototyp im Moment noch. Das Ganze geht also so vonstatten. Das wird hier gelagert. Ich stelle es mal hier drauf, also in dieser Position. Dann wird der Tisch einfach hier rausgezogen und ich habe hier eine Verlängerung. Der Beifahrer hat drüben eine Verlängerung. Das heißt, ich kann also hier schnell mal einen Kaffee trinken oder was essen. Und das ist das schöne Prinzip in der Geschichte. Genau, das heißt, hier gibt es auch einen kleinen Tisch hier mit dabei. Zeig mal bitte. Da kann ich jetzt meinen Kaffee, wir saßen auch gerade eben drin im Vorgespräch. Genau. Der ist auch wirklich nahtlos dran. Das ist perfekt gefertigt hier vorne. Wenn man sich da drunter mal anschaut, wie das gemacht ist, da kann man auch wirklich was abstellen. Damit kann ich das einmal nutzen für die Küche. Genau. Ich sitze hier und trinke meinen Kaffee hier. Hab hier mein Tellerchen. Also für die Reise genial. So, und da ist die Truma Dieselheizung mit drin, eine Truma 6D. Jawohl. Die haben wir mit drin. Die Truma 6D ist bei uns immer Standard. Also viele Leute sagen ja, Diesel stinkt. Stinkt Diesel? Nicht. Das ist, wenn sie neu ist, wenn sie gerade mal losgeht. Aber du riechst überhaupt nicht. Das war mal vor 15, 20 Jahren, ja. Aber heutzutage nicht mehr. Cimarin habe ich auch noch nie gesehen, das Display. Das ist ein nagelneues Panel, was wir jetzt optional anbieten. Es nennt sich Digitalpanel. Cimarin ist auch wiederum aus dem Yacht. Warte mal, ich mache mal gerade aus, denn es ist so schön, man muss es mal zeigen. Cimarin ist eine Firma, die macht für Motorjachten solche Steuerung. Und die ist eine slowenische Firma. Und die haben in Zusammenarbeit mit uns erstmalig so ein Panel entwickelt. Das heißt, ich habe hier diverse Funktionen. Ich kann hier Batteriestände ablesen. Mhm. Ich kann hier, das ist erstattet mit Logo. Und das Neue, hier sehe ich jetzt zum Beispiel die Batteriestände. Und dann hier haben wir was ganz Neues. Hier kannst du sehen, ob das Fahrzeug gerade steht. Das heißt, das ist ein Level-Sensor. Damit ich die vollautomatische Hubstützenanlage steuern kann. Die haben wir nicht drin, aber den Keil befahren kann. Wir haben also recht gute, wir haben hier die Wasserstände. Hier ist jetzt geplant, dass wir hier auch in Liter anzeigen. Und zwar nicht mehr diese ein Drittel, zwei Drittel, sondern eben genauer. Ja? Und dann haben wir hier eben noch diese ganze Tanksituation ist hier noch Moment, ich will gerade wieder verrückt. Das ist jetzt die Batterie, okay. Und hier haben wir die Tankgeschichte, ne? Das Abwasser und Frischwasser. Der nächste auch ein Liter? Ja, das steht schon unten drunter, wo die Null war eben. Das ne? Licht an und aus kannst du auch machen? Das Licht mache ich hier. Hier mache ich alles ein und aus. Hauptschalter. Man hört schon wieder, wenn die Lader reagiert. Das ist wie gesagt ein optionales Kochfeld, das Kahn-Kochfeld. Ja, das was? Kahn-Kochfeld von der Firma Kahn ist das. Ne? Und also nicht Ken, sondern Kahn. Es kommt wahrscheinlich aus Italien. Aus Italien. Ja, genau.
Und hier war ja, wir haben das schon länger verbaut. Beim Helios haben ja viele gefragt, ja, was ist passiert da hinten mit der Hitze? Jetzt haben wir hier einen Hitzeschutz dran gebaut. Warte. Man sieht es hier. Also hier haben wir temperiertes Glas, genau wie hier. Sieht genial, finde ich, edel aus. Ja. Und wir haben dann diese Blende hier hinten dran. Was total krass ist, ist dieses Raumgefühl, was du hier drin hast. Ja. Wir sind im 6 Meter Kasten, ja. Kommst ja vor wie in einem Liner. Ja. Du hast nicht diese Enge, dieses ja. Rumrücken, dieses... So, der Fernseher, der wäre jetzt hier drin, der wird hier ausgezogen? Da ist gar keiner drin im Moment, der kann hier reingemacht werden. Der würde da montiert werden, den ziehst du einfach aus. Der würde da montiert werden, ziehst du raus, kannst du rumdrehen, von hinten gucken. Ne? Mhm. So, ja. Der ganze Möbelbau ist ja ohne Holz. Also ja. Ich zeige gleich mal, ihr habt den sogar aufgebohrt, das kann man gleich mal zeigen, denn man braucht nämlich für Dinge, wo die Technik drin ist, nur mal ein paar Löcher reinbohren. Das kann man auch schön machen. Da habt ihr wahrscheinlich mit der CNC-Fräse. Ja. Genau. Wir haben ja 10, also alle Möbelteile werden bei uns CAD gepresst. So. Und wenn man da jetzt mal reinguckt, da ist weißes Material, was drin genau. ist, was extrem leicht ist, nicht riecht, nicht ausdünstet, hast du mir erzählt. Genau. Das kann nicht ausdünsten. Wie gesagt, das sind Harze, da ist keine Chemie mit drin. Also diejenigen, die dann sagen, hier, wie ist das mit Gerüchen? Gar nichts. Na, wir haben hier die ganze Elektronik jetzt hier verbaut, in diesem Fach. Und was man ja selten sieht, auch bei solchen Fahrzeugen, wir haben auch einen Batteriehauptschalter. Also du ja. kannst das Fahrzeug ohne Probleme stilllegen. Mach mal. Also, ne? Nee, ist gut. Ich glaub's dir. Und hier unten ist auch mal der freie Blick auf eine Heizung gewährt. Ne? Die Thomas 6 Diesel, die genau. gute. So, die macht warmes Wasser und Luft. Genau. Cool. So, mit Abgasschalldämpfer natürlich mit drin. Genau. Dass man es auch möglichst nicht hört. Die hörst du nicht. Die hörst du nicht. Nein. So, das ist optional auch die Druma E an, aber die Druma E ist ja auch immer, das ist ja nur eine Zusatzheizung, weil die Druma E ersetzt nicht diese Heizung, weil die bringt ja nur 1,8 kW, ne? Während die eine 6 kW ist. Ne? Ja, das kenne ich. Ja. Ja. Ich habe eine russische Zusatzheizung, die kennst du, die Planar. Die macht so heiß. Oh, ich habe eine Planar drin im VW-Bus. Die macht so heiß, die hat 6 kW. Kannst du dir vorstellen, das ist also da diese. Da kannst du Wodka brennen. Da kannst du Wodka brennen mit, ja. ja. Also die funktionieren, das kann ja. man sagen. Und also noch eine Sache. Ja. Das ist übrigens die andere Style-Geschichte, die wir haben. Ich hatte ja gesagt, der moderne Möbelbau, das ist jetzt Style hier mit diesen großen Schubladen, die du vorhin gesehen hast. Ja. Und mit den großen, langgezogenen Klappen. Wir haben, das ist unsere Art, nennt sich das. Die hat den Vorteil, ich stehe davor. Und das geht mir nicht ans Kinn. Die ja. sind zwar etwas kleiner. Wir haben hier integrierte Schrankklappen, also nach innen versenkt. Ja. Und haben hier jetzt im Küchenblock nicht die großen Schubladen, sondern einfach Einzelschubladen. Die hier. Hier haben wir dann die Absperrhähne verbaut. Und das ist auch, wie es gehört, alles. Selbsterziehend. Ja, cool ist, ihr habt auch diesen sündhaft teuren Kühlschrank verbaut. Der ist hier auch drin, weil wie gesagt, also im Moment, ich sag mal, von 10 Kunden 8 nehmen den. Isotherm, kommt aus ja. dem Yachtbau. Genau. Ist ein Kompressorkühlschrank. Ist für so ein Fahrzeug zu teuer normalerweise. Nein, ist nicht. Nee, nein, kauft euch einen Kompressor. Ich kann ja. wirklich nur sagen. Nein, es hat nichts mit Kompressor. Es gibt einen Kompressor für 1100 Euro und es gibt einen Kompressor für 2000. Wir ja. bieten diesen optional an, weil das Gerät kostet, wie gesagt, wenn du den irgendwo im Internet kaufst, kostet er 1800 Euro. Wenn du einen normalen Kühlschrank, ich sag jetzt mal, immer spricht alles von Dometic etc., die liegen bei knapp 1000 Euro, der ist halt nun mal fast doppelt so teuer, aber es ist auch eine andere Qualitätsstufe. Und bei uns kann man auch den bestellen mit einem normalen Kühlschrank ohne Aufpreis, eben diesem hier oder auch einem großen 150 Liter. Also das ist, kann jeder raussuchen, wie er es möchte. So, hier ist das Klo mit Bad und auch hier wahrscheinlich das dieses Schwenkbad. Ja. Das ist hier drin, das heißt, du kannst es einfach rausschwenken. Der komplette Holzaufbau ist kein Holz. Nein, das ist auch wieder HPL. Wie gesagt, HPL. Ich kann mich hier reinstellen. Alles, was du hier wie drin gesagt, siehst, ist kein jetzt Holz. Ich bin hier 1,86 Meter. Ja. Ja. Also wenn ich dusche, sitze ich hier so, ziehe das hier raus, mache mir das hier drüber. Ich senke ja meinen Kopf. Ich muss nicht unbedingt hier haben.
was sie schon tausendfach erklärt haben. Die Kunden sagen immer, warum baut ihr das nicht weiter vor, weil es nicht geht. Weil wir haben hier einen Querträger, der darf nicht durchgeschnitten werden, der ist in der Statik vom Fahrzeug. Das heißt, es wäre, würde ich jetzt das, würden wir das durchschneiden und ein Unfall passiert, dann würde das Fahrzeug zusammenklappen wie ein Kartenhaus, weil die Statik nicht mehr stimmt. Deswegen geht das einfach nicht. So, wir sind im 6-Meter-Fahrzeug, du bist besonders groß, 1,86 ja. Ist ja schon eine Größe. Ich nehme hier das Gitter noch raus und dann habe ich noch 2, 3 Zentimeter weniger. Und die Schuhe von mir auch noch. Stimmt, das kommt auch noch mit hinzu. Ja. Da vorne hast du das Waschbecken mit drin, wenn du nochmal zumachst. Warte, ja. Ich helfe dir mal gerade, dass du raus kannst. So, jetzt kannst du, das klackt auch rein. Ist das Magnet? Oder? Das ist Magnet, ja. Das hält? Ja, das ist ja. Hier ist ein kleiner Magnet ist der drin. Magnet und hier ist der Gegen. Das Gegenstück. Ja, das ist der zieht sich schon von alleine. Ja? Zack. Macht doch ein schönes, sattes Gefühl. Überhaupt, es scheppert nichts. Also normalerweise beim Holz dadurch, dass du das Material hast. Hier vorne hast du das Bad, du hast sehr viel Licht hier drin. Mhm. Tageslicht sowieso. Du hast das hier. Ja. Das ist ja immer mein Seitenfenster, wäre das Novum. Nein, Feuchtigkeit, Wärme zieht immer nach oben, nie aus dem Seitenfenster raus. Seitenfenster ist bei Serienherstellern immer das Argument, du kannst deine Dusche rausziehen, kannst duschen. Aber dass der Nachbar auf dem Zeltplatz nebendran deine Umrisse sieht, du hast Splisse, wenn du abends auf die Toilette gehst, das interessiert keinen. Aber für manche ein gutes Kinoprogramm. Ja, es gibt immer ein Für und Wider. Ja, klar. Der eine findet das andere toll. Ja, aber es zieht ja auf der Seite nichts ab. Da kommt ein Wind und da drückt es wieder rein. So, die geht noch weiter auf, die Tür? Die geht so weiter. So, das ist dann Schluss. Ja. So, ich zeige gerade noch mal was. Hier vorne ist übrigens schon der Anschluss vorgesehen für den Fernseher mit drin. Ich zeige mal ganz kurz, dazu müssen wir mal rausgehen. Also das hier wäre dann die Situation. Ich habe quasi keine Gegensitzgruppe, echtes Zwei-Personen-Fahrzeug, für zwei Personen noch zugelassen, großes Display mit drin, die Automatik von ZF, die 9-Gang. Wir sind hier in einem Fiat Ducato, die gibt es ja nur mit dem Fiat Ducato. Mhm. Und ihr habt diesen Grundriss nicht mit Citroën? Doch, das ist egal, ob der Citroën oder Fiat ist. Das ist jetzt hier vom Händler einfach bestellt worden. Es könnte ja sein, dass jemand sagt, ich will jetzt ein Allradfahrzeug haben, dann nehme ich einen Citroën. Geht. Geht doch. Natürlich. Okay. Den gibt es ja nicht mit der Fiat. Der Grundriss gibt, der ist nicht von Fiat abhängig. Warte, ich zeige dich nochmal komplett, dass wir das nochmal zum Abschluss sehen, wenn ich mal ganz zurückgehe, was ich jetzt auch kann. Weil ich nämlich jetzt ganz hinten durch kann. Und das wäre praktisch die Kamerafahrt. Ich bin jetzt hier ganz hinten im Auto, habe jetzt hier die Rundsitzgruppe, die hier ist. Hab an der Seite, dann hier kann ja einfach durchgehen. So, gehe jetzt hier hin und habe hier einen komplett offenen Wohnbereich. Ich habe mich nicht erdrückt. Nicht erdrückt, gell? Ja. In einem 6 Meter. Kann noch was zeigen? Ja. Wir verbauen schon seit über einem Jahr diese Jalousien, nicht die Remis. Die hat einen Vorteil, ich kann die in jeder Höhe ein. Ich kann die auch rausgucken. Ja. Ich kann rausgucken, aber ein anderer nicht rein. Und ich kann sie auch hochziehen bis oben hin. Das heißt, wenn ich sie blickdicht, gehe ich einfach über diese und dann ist hier zu. Cool. So, komm mal mit. Bitte. Ja. Denn so sieht übrigens das Fahrzeug von außen aus, wenn man reingeht nochmal, dass man das Ganze nochmal sieht. Übrigens die Farbe Grau. Sonderfarbe Grau. Ja, es gibt ja auf dem Markt ein Campovolo, das sind mehrere Töne dunkler wie Campovolo. Das Campovolo ist ein ganz helles Grau, das ist etwas dunkler. So, der Helios for Two, das muss man jetzt wissen, für zwei Personen. Genau, liegt so. Also circa Listenpreis Deutschland bei knappen 86.000 Euro. Ist eine Stange Geld, aber man muss sagen, ganz anderes Konzept, ganz andere Qualität, Handarbeit, made in Slowenien. Denn ihr habt das Ganze designt, hier klappert nichts, das ist High-End, kann man das sagen? 7 Jahre Garantie auf Möbelbau. 7 Jahre Garantie auf Möbelbau? 7 Jahre auf Möbel und 7 Jahre Dichtigkeit. So, komm mal mit, ich zeig dir mal gerade was, dass wir das mal sehen. Hier haben wir nämlich die beiden Holzstücke liegen, dass wir die mal kurz zeigen können. Die haben wir hier in der Ecke stehen. Das eine wiegt 1 Kilogramm und da können wir die Seiten auch mal kurz zeigen. So, das ist dieser, ich sag mal, der Kunststoff, der mittendrin ist, der auch wirklich stabil ist. Du hast mal so diesen Test gemacht mit dem Schlüssel, das war kein Problem? Ja, ist kein Problem, weil HBL ist kratzfest und schlagfest. Das heißt, die Fläche bei exakt gleichen Dimensionen wiegt fast die Hälfte? Ja, das sind knappe, hier sieht man ja, 1016 Gramm und die in Pappelholz verleimt.
Genau, wenn du mal ganz langsam mir mal die Seiten mal nochmal oben drauf zeigst. Ich versuche das mal gerade einzufangen. Beide nebeneinander. Stell sie mal auf den Boden. Genau. Wenn du mal beide nebeneinander mal machst. Direkt nebeneinander. Also ruhig mal nebeneinander. Gleiche Materialstärke, alles da. Genau. Übereinander im Prinzip. Warte mal kurz, ich helfe dir. So. Also. So, dann machen wir die mal. Dann zeige ich das mal. Dann kriegst du ein bisschen besser scharf. Und ich mache mal gerade das Licht ein bisschen dunkler, dass man das mal sieht. Mhm. Also auf der rechten Seite hat man quasi diesen Kunststoff in der Mitte, dieses PET. Ja. Und auf der linken Seite habe ich das Pappelholz. Mhm. Und ihr habt kein Pappelholz. Das ist Pappelholz. Ja klar, ihr habt das aber nicht in der Verwendung. Doch, im Normalausbau schon, weil Erdausbau muss man bestellen. Ach macht, so. Macht bei einem kleinen Fahrzeug, zum Beispiel einem 45er, überhaupt keinen Sinn, Leichtbau zu gehen, weil ich habe genügend Ladekapazität. Wo es eben richtig zuschlägt, ist bei groß oder voll ausgestandenen 6-Meter-Fahrzeugen und eben bei den 636er, bei den langen. Ja. Na, weil der ist eigentlich immer so auf dem. So, jetzt mal eine Frage, wenn ich jetzt dieses R bestelle bei euch, ja. Ist das wesentlich teurer? Ja, 3000 Euro. Das hat damit zu tun, das Material ist schon wesentlich teurer und vor allen Dingen die Arbeitszeit beim Möbelbau ist viel länger. Wir brauchen beim Fahrzeug, beim Möbelbau ungefähr 40 bis 50 Arbeitsstunden mehr, wie wenn wir mit Holz arbeiten. Farben kann ich wählen bei dem? Die Farben kann man wählen. Wir haben, wie gesagt, 5 verschiedene Interieure innen drin zur Wahl und können also da frei auswählen. Robeta, ihr habt jetzt schon, warte mal kurz, ich komme mal kurz auf die Seite, weil dahinter ist nämlich weiß, dann bist du etwas schöner beleuchtet. Wo ist das Fahrzeug überall erhältlich? Wir sind in der Schweiz zum Beispiel bei? Wir sind in der Schweiz, wir sind in Italien, wir haben Benelux, haben wir einen Vertrieb. Deutschland auch? Die Firma Kruser in Deutschland haben wir 18 Händler. Ja. Wir sind in Schweden, also Skandinavien kann man Robita und im Ostblock sind auch 2 Vertretungen. Also bei Robita auf der Webseite sieht man die ganzen Händler europaweit. Okay, und wenn ich das Fahrzeug haben möchte, Lieferzeit? Im Moment leider sehr lange. Wir reden momentan von August-September Liefertermin 2021. Okay, das geht ja noch. Also ich habe ja einige. Es wird sich jetzt relativ schnell, sage ich jetzt mal, in 2022 reinschieben. Ne? Das heißt also jetzt am besten schnell ordern. Genau. So, das heißt, Fahrzeuge sind ein gutes Stückchen teurer wie das, was man kennt, aber das ist begründet aufgrund der Ausstattung. Genau. Denn allein schon hier, den haben wir uns auch gefilmt, da hast du mir gesagt, da ist allein ein Aerodynamikpaket drin für 10.000 Euro. Das ist also die nicht nur die Aerodynamik, es sind also diese Schnitzlerfront hier vorne, die ist von der Firma Schnitzler in Schongau, die bauen wir ab Werk daran. Die kostet 3.700 Euro. Ja, ist viel Geld. Aber man muss den Aufwand sehen. Das ist eine unheimliche Montagearbeit. Man muss nicht extra dann in eine Werkstatt fahren und 4 Tage warten, sondern das kommt dann ab Werk schon so. Das ganze Paket ist dabei. Es ist ein Edelstahl-Schraubenset dabei, also die ganzen werkseitigen Schrauben in Edelstahl ersetzt werden. Die Stoßstange wird bearbeitet, der Kühler wird bearbeitet. Wir haben hier die Schwachstelle beim Ducato. Das Steuergerät wird hier nochmal versiegelt und ist eine Blende davor gebaut. Und dann wird eben die Stoßstange zweifarbig lackiert und montiert. Also das kostet eben seinen Preis. Wir haben hier ein Sportpaket drin, was eben Echtleder mit Alcantara beinhaltet. Die LED-Scheinwerfer, die man für den Spoiler braucht. Das liegt bei 3.500 Euro. Wir haben Lederapplikationen drin, wir haben Sitzheizung drin, wir haben diese spezielle Beklebung dabei. Also das kostet 3.500, also reden wir jetzt schon von 7.200. Und die Felgen mit 2.500 mit Allwetterreifen sind wir hier bei 10.000 Euro. Ich sage jetzt mal, Zubehör, das keiner braucht, aber viele wollen. Ich verstehe. So, deswegen kriegt man das Auto noch ein bisschen günstiger. Ja, vielen Dank. Sag noch mal kurz deinen Namen, deinen ganzen. Eugen. Nachname? Eugen Krämer. Eugen Krämer, ja. Von der Firma Robita. PCS. Und PCS. PCS ist die Vertriebsgesellschaft und Robita ist der Hersteller. Schön. Ja, und wir sind am Stand von Steiners Wohnmobile in Konolfingen und drehen tatsächlich auf dem Swiss Caravan Salon im Jahr 2020. Der ja auf der Kippe stand, genau. Findet er statt, findet er nicht statt? Er findet statt. Er findet statt.
Am 18. Oktober wurde das durch die Landesregierung eben verkündet, dass die als Einkaufsveranstaltung sozusagen stattfinden darf. Ja, und heute ist der 22. Also genau. Kurz vor Schluss hat man gesagt, genau, der findet statt. Zwei Tage vorher, ja. Ja, vielen Dank. Ich danke dir, Eugen. Ich danke auch. Und hier sieht es, dass ihr es genau nehmt, denn das Fahrzeug hat den Leichtbau hier verdient. Mit zwei Personen jetzt schon drin, 3105 Kilogramm, genau. Und der ist voll, oder? Ja, der ist voll. Wie gesagt, das Fahrzeug hat also Zubehör, die man bei anderen Fahrzeugen dazu bestellt, dann relativiert sich das Wort teuer wieder auf 2.000, 3.000, 4.000 Euro. So, und hier haben wir unseren Roberta, den wir gerade eben gesehen haben, in der Sonderfarbe Grau. Und so sieht er übrigens von vorne aus, dass wir ihn auch mal drauf bekommen haben. Ja, mit dieser wunderschönen, fast hätte ich gesagt, Hecksitzgruppe. Doch, ja. Ist eine Hecksitzgruppe. Ja. Danke. Tschüss.